Du hast eine Persönlichkeit wie eine Bockwurst. Jeder isst das, aber es fällt nicht besonders auf. Solche Sprüche klopft nur einer, Dieter Bohlen. Seit 18 Jahren sorgt er jedes Jahr als Chefjuror bei DSDS für Furore. Zuvor war er weltweit mit seiner Band Modern Talking erfolgreich und arbeitete sich über mehrere Jahrzehnte zu Deutschlands erfolgreichsten Musikproduzenten hoch. Er ist einer der prominentesten Deutschen und mit einem Gesamtvermögen von schätzungsweise an die 250 Millionen Euro reicher als so mancher Hollywoodstar. Und trotz oder gerade wegen seines Erfolges scheidet kaum einer die Geister mehr als er. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, aber jeder kennt ihn. Aber wie kam ein einfacher Bauernjunge namens Dieter Bohlen, der in Ostfriesland aufgewachsen ist, überhaupt zu einem derartigen Erfolg? Welche Geheimnisse stecken hinter seiner Wahnsinnskarriere? Die Wahrheit über Dieter Bohlen und auch über DSDS erfahrt ihr jetzt, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure persönliche Meinung über Dieter Bohlen ist. Findet ihr ihn unsympathisch oder mögt ihr seine direkte und kaltschnäuzige Art? Wie schon gesagt, wuchs Dieter Bohlen auf einem Bauernhof in Ostfriesland auf. In seiner Jugend zog er dann von Ostfriesland in die niedersächsische Stadt Oldenburg. Während seiner Schulzeit fing er damals an, Musik zu komponieren. Trotzdem machte er zunächst sein Abitur und studierte dann in Göttingen BWL. Nach seinem Studium versuchte er sich erstmals als professioneller Komponist und Songschreiber. Er arbeitete mit einigen Schlagersängern zusammen, blieb aber erfolglos. Nach einigen gescheiterten Musikprojekten fing Bohlen Anfang der 80er Jahre an, mit dem Schlagersänger Thomas Anders zusammenzuarbeiten. Die beiden taten sich zu dem Duo Modern Talking zusammen, für beide der Durchbruch. Sie landeten zahlreiche Nummer 1 Hits und Dieter Bohlens Produzentenkarriere kam so richtig ins Rollen. Obwohl er sich nach einigen Jahren wieder von Thomas Anders trennte, arbeitete er über die folgenden Jahrzehnte hinweg mit zahllosen deutschen Musikern zusammen und konnte immer wieder neue Erfolge verzeichnen. Wenn man das so hört, könnte man also denken, dass in Dieter Bohlen ein echtes musikalisches Genie steckt, quasi der Mozart der deutschen Popmusik. Wenn da nicht zwei, drei oder auch vier Auffälligkeiten wären, die wir jetzt beleuchten werden. Die erste Auffälligkeit bei Dieter Bohlen sind Plagiatsvorwürfe. Im Verlauf seiner Karriere gab es eine Kritik, der sich Dieter Bohlen immer wieder stellen musste. Und zwar, dass seine Songs Plagiate sind und er eigentlich kein Songschreiber, sondern vielmehr ein Songklauer ist. So entlarvte der Musik-YouTuber Klaus Kauker 2012 zum Beispiel, dass der Song Joyrider, den Dieter Bohlen angeblich für die DSDS-Finalisten geschrieben hatte, eigentlich ein Plagiat von dem Song Without You von David Guetta und Usher war. Joyrider hatte nicht nur die gleiche Anzahl an Schlägen pro Minute, der Song hatte auch die gleiche Länge, die gleiche Anzahl an Takten, den gleichen Aufbau, die gleiche Akkordfolge und stellenweise sogar die gleiche Gesangsmelodie wie David Guettas Partyhit. Am Ende haben wir da eine sehr schöne Stelle, wo Usher mit den DSDS-Kandidaten praktisch im Duett singt. Und das klingt ganz toll. Ich mache euch beide gleichzeitig an. Aber dieses dreiste Plagiat war längst nicht Bohlens einziger Fall von Kopiererei. So führte sogar Stefan Raab 2003 in einer Folge von TV Total vor, dass ein Song von Dieter Bohlen einem anderen Song von DJ Bobo doch erstaunlich ähnlich war. Aber hört selbst rein. Und wenn ihr glaubt, das war's schon mit Bohlens Plagiaten, nein, bei weitem nicht. Das Lied Piraten wie wir, das Bohlen für Andrea Berg geschrieben hat, soll zum Beispiel von Tina Turners The Best abgekupfert sein. The Love, was Bohlen für Blue System geschrieben hatte, war eindeutig von Go West von den Village People inspiriert. Der Modern Talking Hit You're Not Lisa weist erstaunliche Ähnlichkeiten zu Across the Universe von den Beatles auf. Der Song Heartbeat, welchen Bohlen für den verstorbenen Daniel Kübelberg komponiert hatte, war seine Version von Disco Stomp von Patrick Hernandez. Und für das Lied Für dich, welches Yvonne Katterfeld gesungen hat, ließ sich Bohlen allem Anschein nach von dem Lied What If von Babyface inspirieren. Auch wenn es noch viele weitere Beispiele für Plagiatsvorwürfe in Richtung Dieter Bohlen gibt, wollen wir es für dieses Video bei diesen Beispielen belassen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Stattdessen kommen wir zur zweiten Auffälligkeit bei Dieter Bohlen. Obwohl Bohlen in den 80er Jahren einer der erfolgreichsten Sänger Deutschlands war, kann er nämlich scheinbar gar nicht so gut singen. Hören wir zum Beispiel mal in diesen Auftritt im Europapark vom 7. Juni 2014 rein. Die Gefühle, von denen ich mal rede. Every day and every
Und wenn ihr es noch deutlicher wollt, gibt es auch noch dieses Demo-Tape mit Dieter Bohlens Stimme. Es stellt sich also die Frage, wenn Dieters Gesang alles andere als hitverdächtig ist, wie konnte er dann als Sänger mit Modern Talking so erfolgreich sein? Die Antwort darauf ist einfach, aber schockierend. Dieter Bohlen hat nur bei einem Song von Modern Talking selber gesungen. Und zwar bei There's Too Much Blue in Missing You vom ersten Modern Talking Album. Bei allen anderen Songs wurden seine Passagen, die er den Musikvideos nach selber gesungen hat, eigentlich von professionellen Studiomusikern gesungen. Und zwar von Detlef Wiedecke, Rolf Köhler, Michael Scholz und Birger Korleis. Lange kamen diese Tatsachen aber deshalb nicht an die Öffentlichkeit, da Bohlen die Studiomusiker vorher verpflichtete, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. Nach der Auffälligkeit, dass Dieter Bohlen bei Modern Talking nicht selber gesungen hat und den zahlreichen Plagiatsvorwürfen, kommen wir zu einer dritten Auffälligkeit rund um Dieter Bohlen. Dieter Bohlen ist nämlich viel weniger ein Musiker oder Künstler als ein knallharter Geschäftsmann. Mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro und 10 Millionen Euro Jahreseinnahmen kein Wunder. Seine geschäftliche Kaltschnäuzigkeit zeigt sich auch bei DSDS. Seit Jahren ist er der Chefjuror, während neben ihm immer wechselnde Gesichter in der Jury auftauchen, die natürlich allesamt viel weniger Gage bekommen als er. Der Grund? Dieter Bohlen ist bei DSDS mehr als nur ein Juror. Er ist einer der Hauptfädenzieher der Sendung. Das bedeutet auch, dass er an DSDS mehr verdient als seine Gage. Und zwar wie folgt. Alle Teilnehmer bei DSDS müssen zunächst mal einen Teilnehmervertrag unterschreiben. Dort geben sie ihre Bildrechte ab und schränken auch ihre Persönlichkeitsrechte ein. Wenn die Teilnehmer dann bis in die Motto-Shows kommen, müssen sie einen zweiten Vertrag unterschreiben. Und zwar einen Künstler-Exklusivvertrag. Dieser Vertrag wird dann wirksam, wenn die Kandidaten gewinnen. Praktisch bedeutet das für die DSDS-Sieger, dass sie nach der Show nicht frei entscheiden dürfen, mit wem sie zusammenarbeiten. Vielmehr sind sie Bohlen und Sony unterlegen. Sie können nicht aus dem Vertrag raus und stattdessen darf ihn Sony beliebig lang verlängern. Außerdem können sie kaum bestimmen, was für eine Musik sie machen, und dann müssen sie auch noch bestimmte Pflichttermine wahrnehmen, für die sie in vielen Fällen nur einen Anteil der Gage bekommen. So machte der DSDS-Gewinner von 2017, Alfonso Williams, zum Beispiel ein Jahr später bei Promi Big Brother mit. Der Künstler-Exklusivvertrag regelt außerdem ihre Bezahlung und das Preisgeld, welches in Wahrheit gar kein Preisgeld ist. In Wahrheit ist das Preisgeld bei DSDS nämlich eine Vorauszahlung, die die Sänger erhalten, und zwar erst nachdem sie die Siegersingle und ihr erstes Album aufgenommen haben. Wenn ein Kandidat bei DSDS gewinnt, bekommt er also das Preisgeld und wird zu 10% an den Einnahmen des Siegersongs beteiligt. Allerdings verdient er erst Geld mit dem Siegersong, sobald sein Anteil das Preisgeld übersteigt. Somit sind die DSDS-Sieger für Sony, Bohlen und RTL also unglaublich günstige Musiker, die sich dann sogar noch laut ihrem Vertrag an Kosten für Musikvideos und Werbung beteiligen müssen. Wahrscheinlich ist es dementsprechend keine Übertreibung, davon auszugehen, dass Bohlen an den DSDS-Siegern mehr verdient als diese selbst. Geld spielt also für Dieter Bohlen ganz klar eine Rolle. Sonst hätte er wahrscheinlich auch nicht BWL studiert. Nach all dieser Kritik an Dieter Bohlen wollen wir zum Schluss noch zu einer vierten Auffälligkeit kommen. Denn so dreist seine Sprüche auch sind, so herabwürdigend er teilweise mit Kandidaten umgeht und so fragwürdig sein Erfolg auch ist, man muss ihm lassen, dass er weiß, wie man Geschäfte macht. Dieter Bohlen hat ein enormes Talent dafür zu erkennen, was beim Mainstream ankommt. Nur durch dieses Gespür konnte er so erfolgreich werden. Er weiß, wie man Emotionen in Leuten hervorruft, wodurch sich DSDS nach fast 2 Jahrzehnten immer noch durch enorme Einschaltquoten auszeichnet. Und, was viele wahrscheinlich gar nicht vermutet hätten, er scheint sehr selbstkritisch zu sein, was nur zu seinem Erfolg beiträgt. In diesem Interview zum Beispiel äußerte Bohlen schon vor über 20 Jahren, dass er sehr selbstkritisch ist und dementsprechend durch seinen Erfolg auch auf Bestätigung hofft. Es gab immer Leute, die haben an mich geglaubt, aber ich selber hatte nicht so. Obwohl das also bestimmt komisch klingt, weil natürlich alle immer glauben von mir, dass ich sowieso glaube, dass ich der Größte bin. Was aber eigentlich, also ich schwöre es beim lieben Gott, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass ich glaube, dass ich ein armes kleines Würstchen bin und dass ich deshalb also aus reiner irgendwie Selbstbefriedigung oder was einfach immer den Leuten zeigen muss, dass ich irgendwie, das ist glaube ich irgendwie, das sind eher vielleicht Minderwertigkeitskomplexe, aber bestimmt kein Größenwahn.
Auch an Dieter Bohlen ist also nicht so einfach gestrickt und auf keinen Fall einseitig als moralloser Kapitalist, aber auch nicht einseitig als genialer Pop-Titan zu betrachten. Wir hoffen, dieses Video konnte euch einen kleinen Einblick in die Wahrheit über Dieter Bohlen verschaffen. Wenn ja, liked dieses Video und schreibt uns wie schon gesagt eure Meinung über Dieter in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auf jeden Fall Wissenswert für mehr. An dieser Stelle auch nochmal ein kleines Dankeschön an all unsere 400.000 Abonnenten. Danke fürs Zusehen, Abonnieren, Liken, Kommentieren und alles Weitere. Und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.